Das hier wird der teuerste Dreh in der Geschichte von Morelo. Der Geschäftsführer von Morelo ist nämlich da, Robert Crispins. Hallo Sven, grüß dich. Ob es der teuerste wird, weiß ich nicht. Du schreibst ja Überstunden auf, nehme ich an. Ne? Habe ich noch nie gemacht, seitdem ich hier arbeite. Ich auch nicht. Also die letzten 12 Jahre gab es keine Überstunde von mir. Ist so, ja. Das Ganze, du bist schon lange in der Caravan-Branche. Wie lange machst du das? Ich hatte tatsächlich meinen 19. Caravan-Salon. Ich bin jetzt im 20. Jahr in der Branche. Im 20. Jahr. Und du bist gerade mal, ich glaube, du bist 34 geworden. 37. 37. Als wir angefangen hatten, warst du 34. Hier vorne steht's, wir bekommen einen Alkoven. Ich fahre ja im Moment auch einen Alkoven. Darf ja nicht sagen, von wem er ist, ja, aber ist nicht weit weg von hier. Und ihr baut ja auch Alkoven. Und man muss schon sagen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, kriegst du einen Palace mit einem Aufbau, den es bei keinem vollintegrierten Palace gibt. Nämlich 4 feste Betten, die, ich sag mal, immer fest sind, die du nicht umbauen musst, eine riesen Sitzgruppe mit drin. Du kriegst ein ganz tolles Design, das hast du designt, also für alles, was drin ist, bist du verantwortlich, nicht ich. Oh ja, diesmal habe ich dir bei der Konfiguration sehr geholfen, das stimmt. Das ist so und wir haben auch diesmal auch Aufkleber drauf gemacht, ja, weil wir gesagt haben, die Kisten sind unverkäuflich, wenn sie nicht dieses Design haben, wie da hinten, der Kunde erwartet das. Genau, das ist ein Wiedererkennungswert und dann muss man im Nachverkauf oder im Gebrauchtwagenverkauf darauf achten, dass das dann auch den Wiedererkennungswert hat. Ja, schon. Mich freut es ja, dass du ab und zu auf mich hörst. Du, ich hör total gerne auf dich. Ja, wir haben ganz viele Sachen einfach reingemacht beim Alkoven, die drin sein müssen. Im Moment haben wir keinen Strom. Wir können ja mal kurz zeigen, warum wir keinen Strom haben. Denn ich habe noch von Super B eine zweite 340er besorgt. Und die waren auch so nett und haben meine Anfrage dann beantwortet. Und man muss sagen, ihr habt die zertifizierte Batterie von Super B drin mit 340 Amperestunden, 300 Ampere Dauerstromentnahme. Ich grüße dich ganz herzlich. Du bist der? Ich bin der Johannes. Ich glaube, mich kennt man inzwischen. Korrekt, ja. Und warum der Johannes so ganz leicht gestresst ist, liegt daran, dass es schon nach 6 ist und wir heute ja Dienstag haben und du den Johannes nett gebeten hast, hast gesagt, jetzt bin ich hier ein Abendessen schulden. Schuldig. Johannes und Martin, ja, da werden dann immer beide mit. Ist ein bisschen warm hier drin. Und denn ich habe die zweite Batterie mitgebracht. Jetzt habe ich insgesamt tatsächlich 680 Amperestunden. Und das Coole ist, die kannst du zu 100% rausnehmen. Ist das ausreichend für das Auto hier? Ja, doch. Ich meine, es ist dem Nutzer überlassen. Aber ich glaube, mit Strom hat man in der Regel bei der Kapazität weniger Probleme. Also das, ich glaube auch, weil ich hatte noch nie, und das ist total witzig, bei einem Morelo noch nie eine leere Batterie. Ich tatsächlich auch nicht, aber mir fehlt immer Wasser. Ja, das fehlt mir, aber dass ich mal, also ich habe jetzt zur Zeit so einen Etrusco, den hatte ich vorher mit einer Blagel, die war sofort leer am ersten Tag, also geht halt gar nicht anders. Ihr verkauft tatsächlich noch Bleigel, muss man sagen. Wenn eine Kunde sagt, ich will überhaupt kein Lithium haben, geht das noch? Oder? Nee, das geht nicht mehr. Geht nicht mehr. Das war, glaube ich, letztes Jahr noch so, ne? So, da ging das. Jetzt ist immer Super B drin. Das ist State of the Art und wir sind ja bei den Kühlschränken auf die Kompressorlösung gegangen mit den 12 Volt und dann brauchst du ordentlich Batteriekapazität. Ja, das werden wir gleich mal sehen, denn das ist auch hier der Fall. Büttner kann ich nur sagen, am Anfang war ich ja ganz großer Fan von Mastervolt, der hat ja am Anfang Mastervolt drin, aber der Büttner, den haben wir mal testweise gegrillt mit 5,2 kW über 2 Minuten. Der soll ja nur 3 kW machen und er hat über 5 kW gepackt. Der pustet dann zwar ein bisschen, irgendwann schaltet er auch mal aus, aber 2 Minuten hat er durchgehalten. Geht dann in Notlauf quasi. Ja. Und das ist der Hammer. Also das Ding, sag mal, hast du jemals kaputte Büttners, die einfach so kaputt gehen, wenn nicht gerade der Hunde mit irgendwas draufhaut? Eher selten. Oder Johannes, ist dir was bekannt? Gar keiner, oder? Also das ist Wahnsinn. Also das Teil, wenn du mal kurz beschreibst, lieber Robert, das Ding ist eine praktisch eierlegende Wollmilchsau. Das kann alles, oder? Genau. Das ist ein Ladegerät und ein Wechselrichter in einem. Und wir verbauen eigentlich nur diese Geräte. Hat einen riesen Vorteil. Du kannst mit 100 Ampere, 120 Ampere laden und kriegst 3 kW, 3,2 kW, glaube ich, Johannes, oder? 3,2 Dauer raus. Also sag mal, ist das 230 Ladevolt? Das 230 Volt Ladegerät ist auch dabei für die Batterien. Ist da auch mit drin? Genau. Der ist mit integriert. Und der Ladebooster auch? Oder ist Ladebooster ist separat. Ist auch vom Büttner, gell? Der ist auch vom Büttner, so wie die Solarladeregler
vom Büttner sind und die Batterie anzeigen. So, also Alkoven. Von hinten übrigens, ich werde ihn nur rückwärts reinparken, damit meine Nachbarn nur das Heck sehen. Dann denken die alle, hey, das ist ja ein Palace. Von hinten ist er identisch, von der Höhe auch? Ja. Das siehst du auch, das ist ein klassischer Palace. Hier ist eine Besonderheit, ist mir aufgefallen. Der hat ja eine Luftfeder auf der Hinterachse und das ist Original Iveco, die drauf ist. Die ist Original Iveco, weil wir die beim Alkoven nicht antasten. Weißt du, was so geil ist an der? Der Hub ist größer wie bei der anderen und du kannst damit mehr nivellieren. Okay, du kannst quasi mehr ausgleichen. Ja, ich habe ja noch keine Hubschutzanlage drin, vielleicht kriege ich auch gar keine. Wenn das nämlich klappt mit dem Ausgleichen, das hat bei mir in vielen Fällen hat das gelangt. Also wenn du so 20 cm plus minus, also 10 cm hoch, 10 cm runter. Ja gut, es kommt drauf an, wo man parkt. Ne? Wenn du immer gerade stehst, dann ist es absolut so. Also, da sind wir. Sag mal, die getönten Scheiben, die sind Serie, oder? Ja, also du siehst ja hier beim Palace, aber wobei hier der Lichtanfall auch noch anders ist, aber das ist eine Serienscheibe. Ich bin mal echt gespannt, ich bin eben rein. Ich habe nämlich einfach mal ein paar Codes ausprobiert, die hier gerne genommen werden. Ich werde euch aber nicht verraten, wie sie zusammengesetzt werden, sonst kann es ja jeder. Und hat sofort funktioniert, ja. So, das ist der Booster, der Ladebooster. Was ist ein Ladebooster? Ja, der nimmt den Strom aus der Lichtmaschine und lädt den in die Batterien. Das heißt, die Lichtmaschine gibt dir nicht mehr freiwillig her, oder? Genau. Ich meine, die Lichtmaschine ist begrenzt. Der gibt eine bestimmte Anzahl von Strom nach hinten und der Ladebooster lädt damit automatisch dann die Batterien während der Fahrt. Ja, wir haben schon ganz viele Videos gemacht, wie sowas hergestellt wird. Und es gibt so ein paar Sachen, die bestellt man einfach, weil sie gut sind. Unter anderem die zentrale Klappensteuerung. Die habe ich eigentlich fast immer dabei. Bei Morillo habe ich sie immer bestellt, weil einfach das Ding baust du anschließend nicht mehr so einfach ein. Nee, und du hast auf Knopfdruck sind die Klappen auf. Ich finde auch immer, das ist ein Komfortmerkmal. Ne? Was ich total klasse finde, ist, dass ihr diesmal die Kabellösung habt. Ja, weil wir hatten vorher die Kontaktlösung, die hat gut funktioniert. Ab und zu gab es mal leichte Kontaktschwierigkeiten. Das ist mit der Kabellösung ausgeschlossen. Genau, ne, ausgeschlossen würde ich nicht sagen. Also auch da können Fehler passieren. Aber wir haben in der Klappe grundsätzlich eine Veränderung gehabt. Also es ist auch eine andere Klappe wie bei dem Vorgängerfahrzeug. Und dann hat man das mit berücksichtigt. So, Doppelbodenkonzept, auch das. Sag mal, das hier ist ein richtiger Palace. Also bis vorne hin. Wir können uns das ja mal kurz anschauen. Die Tür ist die gleiche. Das heißt, die Komfortaufbautür mit der großen Breite. Was hat die für eine Breite? 70 Zentimeter. 70 Zentimeter. Und die hat auch das Kotschloss mit drin. Im Moment können wir es, glaube ich, nicht sehen, weil kein Strom drauf ist. Werden wir aber gleich drauf machen. Und die Schleife, die kenne ich noch vom letzten Mal. Wird wahrscheinlich auch dieselbe sein. Du weißt, wir Franken sind sehr sparsam. So, wir zeigen gleich mal, was wir noch reingemacht haben. Du bist ja großer Fan von Jumbo. Das haben wir drauf gemacht. Steht dem Auto auch besonders gut? Ja. Das gehört auch, glaube ich, mindestens drauf, wenn man sich nicht für die Felgen entscheidet. Veredelt das Fahrzeug zumindest in der Optik noch mal ein bisschen. Was wir da noch haben, ist der Gastank. Der Gastank ist wo bei dem? Ach krass, wäre ich gar nicht drauf gekommen. Und der Befüll, wo ist der? Genau, du nimmst einen Schlüssel, machst es auf, gehst runter, dann hast du so einen Filter als Adapter. Das empfehle ich immer jedem Kunden, einen Filter vorher, und dann füllst du dein Gas ein. Und wo ist das? Der Stutzen, meine ich? Hier. Da drunter, oder genau, wie ist der? Machst auf, dann geht's runter. Ach so, der ist nicht abgesetzt, wie bei den anderen? Nee. Also irgendwo eingebaut oder so? Nein. Gut. Schön, dass wir das mal sehen. Das einzige Problem, was ich immer hatte, ist, wenn ich angekommen bin und ich habe stark gerüttelt, dann Crash-Sensor muss ich immer wieder reindrücken. Habt ihr da eine Lösung mittlerweile eigentlich? Ja, haben wir, aber ich meine, das ist auch die Funktion des Crash-Sensors. Das soll ja verhindern, dass du in einem Unfall Gasaustritt hast und sich nicht gleich wieder reindrücken. Genau, und das Problem ist einfach, ich meine, das kommt aufs Fahrverhalten des Kunden an oder auf die Strecke, aber es kann ja tatsächlich was passieren. Und wenn man den zu unsensibel einstellt, dann wird er im Worst Case nicht auslösen, das heißt, es wird Gas ausströmen. Es ist ärgerlich, es ist nervig, ich weiß es, aber es ist eigentlich die Funktion, die er erfüllen soll. Man kann es ja auch elektrisch nachrüsten. Dann gibt es einen Fernschalter, der oben eingebaut wird. Ist er schon drin? Schauen wir uns gleich an. So. Große Aufbautür, Zahlenschloss haben wir schon gesehen, das ist sehr praktisch. Jetzt habe ich ja hier noch ein besonderes Fach, das ist auch zentral verriegelt. Das bedeutet also, auch hier habe ich eine zentrale Steuerung. Warum sind noch Schlösser drauf? Das habe ich nie verstanden. Wenn ich ja jetzt eine zentrale Steuerung, ist das eine Notentriegelung? Nee, du kannst beides bedienen. Also du kannst sowohl mit dem Schloss als auch zentral verriegeln. Also das ist so und ob der Griff jetzt verschwindet oder nicht, da sind wir
uns immer nicht einig, sage ich mal ganz vorsichtig. Der war glaube ich, mal verschwunden zwischenzeitlich, oder? Bei einem oder zwei Fahrzeugen vielleicht. Die ich mal gesehen hatte, ja, so ist es. Aber ihr seid ja sehr pragmatisch. Das Problem ist so ein bisschen, dafür steht Morillo auch so ein kleines bisschen, es soll alles funktionieren und am besten noch in 10 Jahren. Deswegen habt ihr noch Lichtschalter im Moment. Ihr tut euch sehr schwer mit, ich sag mal, irgendwelchen Bussystemen, weil du weißt selber, die Morillos, klar, die halten, der längste, der da ist, ist leider nur 13 Jahre alt, ja, weil euch gibt es erst seit 13 Jahren. Der steht sogar hier in der Halle. Der steht da. Und das Problem ist jetzt mal ehrlich, ja, du kaufst so eine Steuerungsbustechnik und die Dinger halten 20 Jahre. Was machst du denn dann in 20 Jahren, wenn der Hersteller dich auslacht und sagt, ja, das war damals 2023? Software-Updates und. Also das ist alles nicht zu vernachlässigen. Manchmal ganz schön, wenn man so das Lichtdesign von der zentralen Steuerung oder so, aber man muss sagen, viele stehen in Spanien oder Portugal, die Dinger funktionieren, so ein normaler Schalter, der geht eigentlich nicht kaputt, genau, oder? Der normale Schalter geht an und aus und Digitalisierung ist schön, aber wenn sie kaputt ist, ist sie kaputt. Ne? Da kannst du ein Lied von singen. Also es fängt an, dass man das Ganze sieht, das Ganze hat jetzt eine Zentralverriegelung. Habe ich die Aufbautür über die Funkfernbedienung oder ist das eine extra Funkfernbedienung eigentlich da bei dem? Das ist eine extra Funkfernbedienung mit am Bund. Habt ihr gefunden? Habt ihr die gefunden? Ja, das Problem war vorhin, deswegen habe ich es nicht aufbekommen, du hast den Zündschlüssel drin gehabt und dann hat er verriegelt. Toll. Ich frage, das Ganze ist ja jetzt mit dunklem Holz. Wie ist das prozentual, das dunkle Holz noch bei euch? Ich würde sagen, ich habe jetzt eine Auswertung machen lassen. Wir sind bei 60% hell, knapp über 60% hell und unter 40% dunkel. So, wir werden gleich mal reingehen. Ich wurde erschlagen eigentlich von Luxus, denn das dunkle Holz wirkt unglaublich edel. Das helle Holz ein bisschen freundlicher, aber was du zusammengestellt hast, wir müssen ein kleines bisschen warten, weil die Jungs müssen erst fertig machen und dann können wir das Licht anmachen. Martin noch mit auf. Genau, das können wir noch machen. Der geht nämlich gerade hin, eine Besonderheit in Frankreich, wir müssen alle Kennzeichen nieten. Und da ich immer so groß, hallo Martin. Hi, hallo. Hast schon gehört, du kannst irgendwann mal weggehen und auf Firmenkosten irgendwas essen gehen. Sehr schön, die Einladung nehme ich gerne entgegen. So, und das Ganze ist auf Band, das kann dir keiner. Eingangs hat er Sven gesagt, das ist die teuerste Auslieferung in der Morillo-Geschichte. Das kommt wahrscheinlich so ungefähr hin, wenn ich mir da hinten den Johannes anschaue, vorne den Martin. So, wir haben ein Kennzeichen bekommen. SBOW4, wer meine Videos verfolgt, das andere Fahrzeug hat OW und der hat WO. War aber Zufall, die Zulassungsstelle hat mir die gegeben und fertig. Vielleicht nochmal kurz zur Ausstattung, der ist schön ausgestattet, Full LED habt ihr hier bestellt. Danke. Du kannst die Chassis ja, vielen, vielen Dank erstmal an den Kollegen, er muss nämlich noch festnieten. Das ist so ein Iveco Daily hast du auch nicht mal eben konfiguriert. Ich glaube, wir haben überall einen Strich dran gemacht, wo es ging, oder? Ja. Bei einer Ausstattung. Ja, wir haben das Chassis-Paket, wir haben das Fahrsicherheitspaket, also wir haben eigentlich alles, was es zu bestellen gab, an dem Fahrzeug berücksichtigt. Spurhalteassistent aktiv, korrekt? Ja. So, der hat, interessanterweise wird der auch wahrscheinlich sehr gut funktionieren, weil an dem Fahrzeug nichts geändert wurde. Das ist das Original-Fahrerhaus, was hier mit drin ist. Hier unten hast du den Radarsensor mit drin. Die Kameras sind exakt an der Stelle, wo sie sein sollen, nämlich hier im Glas drin. Da muss ich aber eine Lanze für meine alle integrierten Kunden, oder? Das habe ich gar nicht gesagt. Brechen, weil der Alkoven hat wahrscheinlich dieselbe Ausfallwahrscheinlichkeit wie ein integrierter. Ich werde sie berichten. Ich bin selber ja nach Italien im Winter mit dem Fahrzeug gefahren und musste zweimal rechts ranfahren. Das ist wirklich so. Dann macht man einmal kurz nochmal an, aus, dann geht er wieder. Das ist aber, das nimmt man gerne in Kauf, wenn man... Aber auch das System erfüllt ja seinen Zweck. Das heißt, wenn der Radar eine Erschütterung hat oder so, dann schaltet es offline. Also es ist jetzt keine Störung oder nichts Kaputtes im System, sondern das System geht dann offline, um einfach die Sicherheit des Fahrers zu gewährleisten. Hat ja ein bisschen was auch zu tun, wenn der Schnee jetzt sehr stark fällt, dann gibt es auch Toleranzen, Grenzen. Okay. Ja, du hast du hast die Stoßstangen lackiert. Auch das stand in der Preisliste drin, habe ich natürlich gerne genommen, weil ich habe mir es in Schwarz angeguckt, habe gedacht, okay, ich wollte denn doch nicht den DPD-Wagen haben. Ja, ja, das wirkt im Gesamtbild natürlich viel stimmiger, ne? So, also Full LED ist mit drin, du sitzt sehr tief und Assistenzsysteme, alles was geht, aber eigentlich müssen wir mal über das Auto selber sprechen. Das Ding ist total konkurrenzlos. Also du hast einen unter 7,5 Tonnen mit Heckantrieb und richtigen
Ja, richtigen Eigenschaften. Er ist ein bisschen ruppig, also so auch von der Bauweise, also wenn man schon mal drunter guckt und so, aber es funktioniert alles und das Ganze schon seit 12 Jahren. Ja, und der Daily ist ja bei uns, ich sag mal, unser Butter- und Brotfahrzeug. Und das Ding werden viele Fahrer, die ausliefern gehen, die werden das Ding haben, nämlich die Luftfederung hinten, die kann man ab Werk bestellen. Ja. Also das ist mit drin. Dann hat er die Luftfederung, die finde ich total klasse, weil das ist ein bisschen erschreckend manchmal. Du stellst sie ein auf dein Gewicht, da ist so eine Gastrofeder hier vorne drin und ich weiß es, weil ich nämlich im Moment gerade einen fahre, aber das funktioniert so gut und kann man die eigentlich modifizieren, die Klappe, dass man sie abschließen kann oder kann man die von innen, weil zurzeit kann man die ja mit einer Büroklammer öffnen. Oh, das müssen wir uns anschauen. Ich glaube, da haben wir auch was getan. Das können wir uns gleich im Aufbau anschauen. Kann man es angucken. Normalerweise kann man da ein Schloss und das nochmal ändern, also wenn man das haben möchte. Denn ich sag mal, das Problem, wir haben es eben schon kurz besprochen, ist ja die Dämmung hier in der Fahrhauskabine. Wenn du hier im Sommer irgendwo stehst oder im Winter und machst die Klappe auf, dann merkst du erstmal, wie heiß oder wie kalt es im Fahrhaus ist. Genau, deswegen ist das der Bereich isoliert, also oben die Decke. Wenn wir jetzt zum Schlafplatz gehen, das ist komplett isoliert und hier die Schiebewand ist auch komplett isoliert. Die Anarbeitung, schon der erste, den wir gefilmt hatten, der war echt erhaben. Also ihr habt es echt drauf gehabt, obwohl das der erste war. Die GFK-Teile macht ihr nicht selber, ne? Nee, die lassen wir fertigen, aber das ist hier ein Bauteil, das komplett von uns kommt. Komplett von euch? Mhm. Das habt ihr selbst konstruiert alles? Das haben wir selbst konstruiert, wir haben das Modell geschaffen und wird jetzt gefertigt bei einem Lieferanten von uns. Wie ist dein Gewicht im Moment? Mein Gewicht? Ungefähr. 80 Kilo? 100 Kilo. Steig mal bitte drauf und gib mal etwas dynamische Last auf die Wippe. So, und das meinte ich nämlich dabei. Diese Art und Weise des Anbaus des Teilintegrierten siehst du in Amerika nämlich ganz oft. Und da sind die Leute teilweise noch schwerer. Das ist ordentlich gebaut, oder? Natürlich, ich meine, das ist die Grundvoraussetzung. Dass man das sieht. Also auch hier den Anbau, wie du das siehst. Das Schöne ist, was man beim Eickhofen wirklich wissen muss, ist die eingebaute Sonnenblende. Also du brauchst hier keine riesen Rollos oder sowas. Nee, aber ich wenn du jetzt den Eickhofen-Überhang siehst. Nee, das ist geil. Im Hochsommer, wenn die Sonne hochsteht, du brauchst nichts. Ne? Das ist richtig gut. Also das kommt mit hinzu. Also Fahrerassistenzsysteme, dann schweren Herzens, weil ist ja doch ein dicker Brocken in der Aufpreisliste, ist es Garmin. Das habt ihr gut verkauft, muss man sagen. Ist prima angekommen bei den Leuten. In echtes Reisemobil-Navi. Genau. Die Navigation ist einmalig und Weltklasse, kann man sagen. Also es ist Stellplatzsuche, alles über das Ding abbildbar. Ich kann das Tablet in die Hand nehmen, sprich, wenn ich jetzt meine Frau als Beifahrerin habe, dann tipselt sie nicht in der Mitte rum, sondern nimmt es in die Hand und macht es bequem am Schoß und steckt es wieder zurück. Differentialsperre ist mit drin. Ist die Serie eigentlich bei dem? Ja. Das ist ein Klassepaket inkludiert, glaube ich. Man muss sagen, der Palace Eickhofen ist eigentlich, wenn man jetzt pragmatisch vorgeht und einen günstigen Palace möchte, ist das schon der günstigste, muss man schon sagen. Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis her in Verbindung mit dem Raumvolumen, oder? Ja, da kann man auf alle Fälle nichts falsch machen. Und ich würde jetzt fast sagen, fast konkurrenzlos. Komm, wir machen mal hier auf, denn gut, dass du mir das erzählt hast mit dem Gas. Ich habe eben nachgeguckt, 80% ist gefüllt. Dann habe ich mir den LPG-Preis an der Tankstelle nochmal angeguckt. Da habe ich gesagt, vielen Dank, Robert. Denn 1,18 Euro. Aber das mit dem Tanken, das ist jetzt auch eine schöne Geschichte, denn ich wollte keine Supersense haben. Ja? Und da habt ihr gesagt, nö, kein Problem, machen wir nicht. Ich habe Ultraschallsensoren, die haben, glaube ich, 4 verschiedene Stufen. Mhm. Genau, die werden von außen an den Tag angebracht, haben 4 Stufen, deswegen in 25% Schritten rauf oder runter gerechnet. So, prima. So, und das war so, ja, ich habe mittlerweile aber mit Supersense Kontakt aufgenommen. Wir wissen jetzt, warum die letzten nicht funktionierten, aber da gibt es ja nächstes Mal ein Video zu. Das Gasfach hat eine Besonderheit, denn das hat kein Schloss mehr. Das wird von innen entriegelt und da ist die Umschaltung, also die kommen immer mit Duo-Control bei euch, oder? Immer, ja, serienmäßig. Was ist Duo-Control? Erklär mal bitte. Na, der schaltet, der erkennt dann, wenn die Flasche leer ist und schaltet automatisch um. So, das heißt, ich muss nicht nachts raus. Minus 30 Grad jetzt raus muss. Also viele machen jetzt hier eine Waschmaschine rein. Wir haben gleich mal vorne, gehen wir zum Schluss rein, eine Waschmaschine, die werden wir hinten reinbauen. Das Problem ist, wenn du irgendwo mal am Campingplatz in Sechsten stehst und der Gastank ist leer, dann kannst du zwar noch mit Elektro heizen, aber so kannst du überall Gasflaschen holen und hast eine Alternative mehr. Genau. Ich meine, in Sechsten gibt es sogar einen Gasflaschenservice, der bringt in dir einen Platz. Echt? Ja. Ich war noch nicht da, ich muss mal hin.
So, hinten, das ist auch eine Besonderheit. Ich glaube, ich habe keine Flow bestellt dieses Jahr, weil... Weil die 3030 besser geworden ist. Die 3030 Plus benötigt keine, weil der Wärmetauscher schon mit inkludiert ist. So, hier sieht man es. 3030 Plus. Serienmäßig. Und das ist eine ganz neue Heizung. Also die sieht zwar nur noch so aus wie die alte. Ich glaube, sie ist genauso groß, oder? Genau. So, und das ist eine Warmwasser-Zentralheizung mit Druckwasserpumpe. Dann habe ich mir gegönnt die Außendusche. Das fand ich wichtig. Die hat es letztes Mal gefehlt. Aber dann habe ich gemerkt, wenn du ihn wieder verkaufen willst, die Leute gucken nur nach der Außendusche. Genau, hat einen Vorteil. Du kannst ja außen die Füße abwaschen. Viele mit dem Hund. Also ich habe ja selber einen Hund. Du hast auch Hunde. Du kannst einen Hund mal vom Strand abspritzen, bevor er ins Auto geht. Und dann hast du eigentlich, ist immer griffbereit. Sag mal, kann man für den Grauwassertank einen Spülschlauch bestellen, auf Wunsch? Als Sonderwunsch. Wozu brauchst du einen Spülschlauch? Ach, nur so, wenn ich den mal spülen will. Serienmäßig hier. Das ist für den Grauwasser oder für den Schwarzwasser? Schau mal her, wenn du da herfällst, hier ist... Hier ist Grauwasser und da oben ist Fäkal. Ah, weil viele andere Anbieter, die haben nämlich einen Spülschlauch entweder oder. Hier kann man den Spülschlauch umschalten. Genau, du schaltest im Prinzip, gehst du mit deinem Gardena-Anschluss drauf und schaltest auf den Tank, den du gerade spülen möchtest. Und spülst, ne, machst hier natürlich die Klappen auf, dass es gleich bekommt. Schon. So, also. Ist auch eine wärmste Empfehlung, das regelmäßig zu tun, weil sonst verkrustet der Tank von innen und die Sensoren schlagen an. Stimmt, gerade bei den Ultraschall ist es so ein bisschen... So, das ist das Zubehör, was dabei ist. Ihr habt immer ein Sicherungspaket dabei, denn es kann immer mal irgendwas passieren, damit ich die Spezialsicherung damit dazukomme. Absolut hervorzuheben ist der technische Service. Und ich würde gerne mal so einen solchen Mitarbeiter kennenlernen, der am anderen Ende der Telefonleitung an der Hotline ist. Aber leider ist ja keiner hier. Ja, die haben wahrscheinlich schon Feierabend, die Kollegen. Aber der technische Notdienst hat jetzt Dienst. Also wenn wir anrufen, müssen sie abheben. Und das tun die auch wirklich. Also, das tun die und wenn nicht, rufen sie in der Regel zurück. Also ein gern genommener Fehler ist, wenn man ihn nicht im Internet gesehen hat, ist, mein Rollo geht nicht mehr vorne. Das kann man nämlich, man kann es relativ leicht wieder beheben, ja. Wobei ich auch da sagen muss, in der Regel ist, es gibt ja so einen schönen Spruch, der heißt Read the fucking manual. Lies das verdammte Handbuch. Und oftmals ist es eine Erklärung oder eine Bequemlichkeit. Aber wir bieten den Komfort und das ist auch das, was uns ausmacht. So, Kennzeichen ist drauf. SBWU4. So, dann habe ich bestellt eine Anhängerkupplung, weil ich gesagt habe, das ist ganz toll. Roller, kannst du alles hinten drauf. 160, glaube ich. Sollen wir mal gucken, steht, glaube ich, drauf. Ach, der hat sogar die Lasche mit drin. Das ist eine starre Kupplung, ist nämlich sehr gut. Wenn sie starr ist, musst du nicht abnehmen. Mhm, genau. So, und du hast einen Anfahrschutz nach hinten. Mann, Scherz. Ja, das sollen die Rollen eigentlich verhindern. Die können wir mal zeigen. Da sind tatsächlich Rollen drunter, denn der hat einen leichten Überhang mit drauf. Aber es geht noch mit dem Überhang. Also ich finde den hier, ist der Wendekreis okay eigentlich? Hat der Rollen? Ja, das kannst du hier die Schuhe, ne? Also Kufen. Genau, die dann verhindern sollen, bevor du dir die Schürze runterreißt. Gut, also. Martin, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. So, jetzt gucken wir mal kurz rein. Da haben wir es drin. Und ja, das ist der Eingang. Ein Kollege hat mal alles eingeschaut. Guckt mal nach. Das Bedienter-Innen muss einmal programmiert werden, nehme ich an, oder? Genau, das macht der Johannes gerade. Der hat gesagt dem Computer, dass da eine zweite Batterie da ist und die Kapazität erhöht ist. So, jetzt hast du die Markise ausgefahren. Stand der hier ein klein wenig in der Ausstellung eigentlich bei euch? Nee, eigentlich nicht. Den haben wir, ich glaube, heute oder gestern reingefahren, sauber gemacht, innen und außen. Der Kollege war jetzt wahrscheinlich dekoriert. Süß. Genau. Ich mag die Schleife. Aber das ist ein ganz bewegender Moment. Ich meine, wir beide ist jetzt die vierte Übergabe, muss ich auch dazu sagen. Und der Alkoven ist vom Thrill her nicht ganz so wie... Actros, Palace Actros oder sowas, ja. Oder, aber die Leute, die kriegen hier regelmäßig einen Anfall, wenn die ihr Fahrzeug abholen. Ja. Das ist ein Riesenhighlight. Ich meine, da kann der Johannes sicherlich davon berichten. Der macht ja die Woche mehrere Kunden glücklich bei der Auslieferung. Und wir versuchen das, die Emotion und die Freude natürlich zu verpacken. Jetzt haben wir heute leider parallel eine Auslieferung gehabt, weil die letzten zwei Auslieferungen haben wir in der Halle drüben gemacht. Mhm.
Da war aber heute schon eine gebucht, deswegen haben wir dich hier so ein bisschen separat. Ja, ist aber schon es ist klar. Keiner da. Wir sind ich hab's auf der Rechnung ja gesehen. Schön. So, jetzt eine absolute Besonderheit hier. Das einzige Fahrzeug, wo das so ist, ist beim Eichhoven. Du kannst von oben nach unten durchladen. Zeig das mal bitte von innen, dass wir das einmal kurz sehen. Denn das ist eine coole Sache. Das hier ist nämlich die Öffnung. Jetzt kann ich hier einfach aufstoßen. Und wie von Geisterhand sieht man einen Robert von oben. Guten Tag. Genau, und da kannst du, wenn du jetzt eine Getränkekiste, irgendwelche Sachen, Kissen, kannst du hier einfach rein, ohne dass du raus musst. Sehr schön. Es gibt noch einen riesen Vorteil für den Eichhoven, lieber Robert. Das hast du mir so verkauft. Du hast gesagt, der Eichhoven ist besonders gut geeignet für Familien, weil die ja doch mit 4 Personen fahren, ein bisschen was mitnehmen, denn er ist ein sogenannter Zuladungsweltmeister. Der hier hat, glaube ich, fast eine Tonne Zuladung, oder? Genau. Es ist immer abhängig von der Ausstattung, die wir reinpacken. Aber wir reden hier von, ich sag mal, 1,2 Tonnen bis 800 Kilo. Ist der geil. Guck mal hier, das weiße Alcantara. Das nicht weiß, ist so ein grau so ein bisschen. Genau, so beigelich grau. Es ist eher weiß wie beige. Also meine Frau, wenn die beige gesehen hätte, die hätte sich... Nein, die steht nicht so auf beige. Aber hier, das hier ist so ein... Wenn du mal gerade das weiße Blatt daneben hältst oder hier dein Hemd mal daneben hältst, dass man das sieht. Also es ist nicht beige, es ist wirklich weiß. Also es ist... Könntest du mal alles anfeuern, was drin ist? An Licht? Ja, warte. Sei so lieb. So, ich habe immer wieder Influencer-Anfragen, die fragen mich, du Sven, du kennst doch den Robert, kann der mir nicht auch so ein Morello schenken, wie bei dir? Also ich habe dir noch nie ein Morello geschenkt, liebe Influencer. Der Sven bezahlt auch vor der Abholung, weil es bei uns in den... Speziell bei mir ist Vorkasse. Nee, bei allen. Also es verlässt wirklich kein Fahrzeug den Hof, das nicht bezahlt ist. Und es geht auch kein Brief raus, der nicht bezahlt ist. Und der Sven zahlt immer pünktlich. Von daher Dankeschön. Funktioniert das immer mit der Auslieferung. Das hat meine Frau gemacht. Ach so, die Frau. Die weint aber immer. Die hat gesagt, jetzt musst du wieder mehr Geld verdienen. Ja. Ach so, okay, gut. Du, ja. Da haben wir alle dasselbe Problem, ne? So, ich habe mir ganz viele, aber vielleicht fangen wir mal von vorne an. Das ist jetzt das Fahrerhaus. Das siehst du hier drin, da ist das Loch. Ich werde wahrscheinlich, mit größter Wahrscheinlichkeit, das Loch dauerhaft verschließen. Und das werden auch viele machen. Denn da gibt es nämlich einen kleinen Hack. Man kann es verschließen hier vorne, da ist ein kleines Schloss dran. Aber mal Hand aufs Herz, das ist ein Plastikschloss. Wer rein will, könnte das öffnen. Und da gibt es eine Modifikation. Nein. Seit wann ist das denn? War das schon immer so? Ja, natürlich. Für den Einstieg? Ja, da kannst du hier bequemer rein und raus. Und der Dieb kann auch bequemer rein? Nee, du kannst, ich meine, jetzt in dem Falle haben wir es nicht. Aber jetzt habe ich schon bei einem Kunden auch gemacht und gesehen, da machen wir einfach ein Abo-Schloss hin, wo du einmal die Verriegelung nach oben sichern kannst und hier nochmal eine Verriegelung. Das heißt, du kannst es vom Innenraum definieren, ob dann das verschlossen ist oder nicht und vom Fahrerhaus kommst du gar nicht rein. Was ich total cool finde, ist diese Funktion. Die hat nämlich einen riesen Vorteil, wenn du rein willst und ein bisschen was am Rücken hast. Denn mach mal auf, du kannst es einfach schieben und kannst fast geraden Fußes da einsteigen. Mach mal bitte, Robert. Und du bist groß, du bist 1,85? 1,80. 1,80, okay, plus Schuhe 1,85. Und so, überall Gasdruckfedern. Du kannst aber, das Coole ist bei euch, du kannst auch in Ecken gucken, die man nicht sieht. Ja, das ist, glaube ich, auch so ein kleines Prädikat. Und das funktioniert. Wir haben uns dazu entschlossen, ist das Serie eigentlich das Thermostat hier in dem Bereich, dass du das nochmal extra regeln kannst vorne? Ja, weil der Alkoven, der wird separat reguliert. Man muss sich das so vorstellen, die ganze Wärme staut sich hier oben. Das heißt, ich habe einen Höhenunterschied von hinten nach vorne und dann kann ich hier nochmal separat den Heizkörper regulieren, weil die Wärme sowieso sich im oberen Bereich befindet. Mach mal runter bitte, sei mal so lieb. Du hast mir erzählt, dass die Energiekosten explodiert sind, ja, und deswegen habt ihr euch eine riesen Solaranlage gekauft, aber auch die muss ja erstmal bezahlt werden, weil das ist, glaube ich, die größte in ganz Schlüsselfeld. Das weiß ich nicht, ob es die größte ist, also die ist auch noch nicht montiert. Aber die ist groß. Wir sind in der Planung, dass wir da vielleicht bis zu 1 Megawatt platzieren. Also wenn ihr die anmacht, wird das Licht ein bisschen heller hier in ganz Franken. Nicht nur heller, das Problem ist, wenn wir am Wochenende nicht arbeiten, wohin mit dem Strom? Du, ich schicke dir. Bitte mal hochheben, mach mal bitte, dass wir mal drunter gucken können.
So, nee, unter die Matratze meinte ich. Ach so. Der einmal nur ganz kurz. Weil auch hier habt ihr nicht gespart. Du würdest schon sagen, der Liegekomfort, ihr habt Swiss Innovation Insight, habt ihr drin. Ich kann das mal gerade zeigen. Also ist es grundsätzlich so, dass, glaube ich, sich noch nie ein Morelo-Kunde über fehlenden Schlafkomfort beschwert hat, oder? Nee, tatsächlich ist das eher selten. Es gibt schon mal eine Anfrage zu den Härtegraden, aber man schläft in den Fahrzeugen. Also ich schlafe hier wie ein Baby. Das ist übrigens der Werkstoff, den ich in meinem allerersten Morelo hatte, im 78 FX. Da war es aber wirklich nikotingelb. Und jetzt ist es schön weiß. Das ist ein Mikrofaserstoff. Der ist extrem pflegeleicht. Klär mich mal auf. Das heißt also, wenn man sich beeilt, bleibt da nichts drauf, oder? Genau, der hat quasi so eine spezielle Beschichtung, damit der Schmutz nicht drauf hängen bleibt. Und der Vorteil hier ist einfach, wenn du hinlangst, ist es immer warm, im Sommer, im Winter. Du hast, wenn du jetzt dich hinlegst, nicht das Empfinden wie am Leder, dass der Körper sich erstmal oder das Leder sich erstmal an den Körper andienen muss, sondern es ist eigentlich Stoff. Es ist so eine Wildleder, fühlt sich das an, ja. So ein bisschen, aber in gut, weil du eben nicht die Nachteile vom Wildleder hast. Du kannst da wirklich auch, da gibt es übrigens einen Trick, ich muss den mal ausprobieren, wenn da wirklich Flecken drin sind, Glasreiniger klar, hat mir einer mal gesagt, dann muss man allerdings, ist glaube ich die Beschichtung weg, die rubbelt man dann auch weg. Genau, man muss aufpassen, dass man die Beschichtung, aber die kann man auch im Nachgang wieder aufbringen. So, ich gehe ja schwer auf die 60 zu, deswegen haben wir die Flächenvorhänge gespart. Die habe ich nie benutzt, die Flächenvorhänge. Also das war nämlich hochinteressant und ich habe dich gebeten, mach ganz normale Gardinen wieder rein, denn das war total witzig. Ganz viele Dinge, von denen ich dachte, dass sie ganz hip sind, die ich unbedingt haben musste, die habe ich abgewählt, weil ich sie gar nicht benutzt habe. Das war so eine Mode bei mir, also im Kopf, ja. Aber die Vorhänge mit dem Dings, und wenn du drauf guckst, da werden jetzt viele sagen, Sven, du hast einen Knall, wie kannst du nur ganz normale, das ist so, du hast mir eins gelehrt, dass die ganz modernen Sachen, ja, die sind immer geil am Anfang und so nach 2-3 Wochen, da hast du dich satt gesehen an diesen super modernen. Kann passieren, ja. Kann passieren und ich meine, wenn man überlegt, wie viel Zeit man auch in so einem Fahrzeug verbringt, du bist ja mehr wie eine Übernachtung in der Regel drin. Und dann muss das jetzt irgendwie, sage ich mal, stimmig sein. Also darf ich mal einen Schritt zurückgehen, Robert? Ja. Wenn du mal kurz zu mir kommst, sei mal gerade so lieb. Und dann können wir es mal filmen ohne dich, dass wir den Gesamteindruck mal gerade sehen. Also wir klären mal auf. Da vorne ist ein Doppelbett. Bettmaße 1,40 Meter mal 2 Meter? Genau. Und nee, wir haben da vorne, ich glaube sogar 1,50 Meter, über 1,50 Meter mal 2 Meter und 6 oder 2 Meter und 10. Dann eine Riesensitzgruppe und jetzt kommt die Besonderheit, die werden wir gleich mal zeigen. Ich wollte nur mal die Farbzusammenstellung zeigen, weil du hast es ja zusammengestellt. Wir haben hier oben nicht das Leder drauf. Das war ein besonderer Wunsch von mir, wenn denn Kunden kommen. Also ich habe das jetzt gemerkt beim Wiederverkauf, die sagen, ach, du hast nicht das Leder genommen. Da kann man ja die Stechmücken später so schlecht rein. Habe ich gesagt, totaler Quatsch. Da kriegst du alles runter von dem Zeug. Aber ich mache ja Tonaufnahmen hier drin und es ist etwas leiser, muss man sagen. Die wird hier halt weggeschluckt. Ne? Das Auto ist an und für sich auch leiser, da gebe ich dir recht. Und man hat mir erzählt, dass der Stoff die Feuchtigkeit ganz gut aufnimmt. Also das ist auch nochmal ein Thema, dass der noch ein bisschen mehr atmet, also das abgibt. Und für mich ein entscheidender Vorteil war, es war nochmal ein bisschen günstiger. Also ich habe das Leder, ich meine, es gibt auch so Dinge, wo ich mir echt überlege, muss es jetzt ein Lederhimmel sein? Weil auch da ist es so eine Geschichte, zu der Küche kommen wir gleich zum Holz. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal dunkles Holz kriege, aber ich muss jetzt sagen, in der Farbzusammenstellung, sensationell. Mhm. Kann ich bestätigen, ja. Also durch die hellen Polster, das ist der helle Tisch, den du gewählt hast. Dann hier diese helle Platte in der Küche und die Kontraste mit den hellen Fronten. Du kannst die Schränke in verschiedenen Varianten kriegen, gell? Genau, wir haben so eine Kaschmirwelt und eben die helle. Und die kannst du kombinieren, wie du magst. Boah, ist das schön. Magst du einmal für mich dazu bauen, bitte, dass ich das einmal sehe? Die Sitzbank meinst du? Ja, genau, dass man das mal kurz sieht. Weil man kann aus dieser Sitzgruppe eine riesen L-Sitzgruppe bauen, plus noch eine Face-to-Face. Also was wird hier gemacht? Sag mal bitte. So, ich klappe jetzt quasi das Tisch oder das Sitzgestellbein aus. Warte, ich mache mal hier zu. So, dann machen wir zu. So, dann baue ich das hier aus. Zack, zack. Das sind die Auflagen später für die. Das ist im Prinzip. Hi. Guck mal, Robert, da ist jemand. Johannes, ich danke dir vielmals. Ich kann das nie wieder gut machen. Bestimmt kannst du das.
Das wird teuer. Weißt du, das Schöne in der Branche ist, die Gesichter bleiben immer gleich, ne? Aber ihn kenne ich jetzt echt vom ersten Tag weg. Du bist auch schon wie lange bei Morillo? 6,5 Jahre. Oh, das tut mir leid. Ja, das ist, hey, was war das? Das war ein Scherz. Okay. Ja, das ist wirklich lang mittlerweile. Nee, aber er ist, glaube ich, einer der Leute, bei denen ich, sag mal, was ist eigentlich genau deine Aufgabe? Ich habe 6 Jahre lang Elektroentwicklung gemacht und mittlerweile bin ich in der Auslieferung. In der Auslieferung, das heißt, du kennst aber die Autos in- und auswendig, oder? Ich gehe davon aus, ja. Ab und zu mal Hotline machst du auch mal? Nein, gar nicht mehr. Nein. Auslieferung, was heißt Auslieferung in dem Fall? Das, was ihr hier gerade macht, aber halt einen ganzen Tag lang. Das heißt, du erklärst den Leuten die Autos? Auf Fränkisch? Ich gebe mir Mühe, ja, dass es auf Fränkisch immer verständlich bleibt. Wie geil. Also das, was vorher der Herr, wie hieß er noch, der jetzt im Verkauf ist? Jürgen Langstengel. Der Jürgen Langstengel gemacht hat, ja. Das bist du. Aber du, die Stimme, warte mal, ich gehe mal näher ran. Mach mal die Langstengel. Nee, geht nicht, oder? Die Langstengel-Stimme funktioniert nicht. Die müssen wir uns da vorne im Büro abholen, der läuft da auch noch spazieren. Sehr schön. Ich danke dir vielmals. Gerne. Ciao, ciao. So, im Prinzip klappst du das aus. Klappst du aus? Legst dein Tischpolster auf. Mhm. So. Da ist es. So, und machst dein Rückenteil hin. Okay. Muss ich mal gucken, dass ich das einmal drehen. So. Dann hast du hier im Prinzip so, deine Sitzgruppe. Komm, wir zeigen es einmal komplett. Da sitzt Robert Crispens am 27. September. Und der Robert freut sich schon, wir gehen gleich noch was essen. Er hat gesagt, hey, mit dir will ich die ganze Nacht verbringen. Meine Familie brauche ich eh nicht mehr. Wie viele Kids hast du mittlerweile? 2. Du hast immer noch 2. Seitdem wir uns kennen, 2 Kinder. So, jetzt setz dich mal bitte hier hin. Und du willst jetzt was essen, geht nicht, oder? Nee. Wenn du jetzt irgendwas essen willst, der Tisch ist ja zu kurz. Ach so, ja, das. Also noch mehr Cliffhanger konnte ich dir nicht geben. So, zack. Zack, so. Und jetzt kannst du auch was essen. Genau, aber und der Vorteil ist auf der anderen Seite, ich meine, das sieht man von hier nicht, wenn ich jetzt hier sitze. Wenn ich einen großen Hund habe, dann hat der Hund hier unten kein Tischbein. Also es ist hier der hat absolut. Man kann hier mit bis zu 6 Personen sitzen und kann sich eigentlich mit den Füßen frei bewegen, weil da unten nichts verstellt ist. Oder also wenn du das überlebt hast, ja, dass du keinen Vollintegrierten hast vorne, ja, den du ja gar nicht mehr siehst hier drin. Mhm. Und du hast Familie, jetzt mal ehrlich, gibt es einen besseren Grundriss wie den hier? Also auf 7,5 Tonnen? Du musst ja sagen. Ja. Oh, Bett, voll integriert. Ja. Nein, ich gebe dir recht, aber ich würde den Alkoven nicht grundsätzlich als Familienkutsche bezeichnen, weil er wirklich viele Einsatzmöglichkeiten hat. Wir haben auch Grundrisse mit einer Rundsitzgruppe, wo dann du vorne schlafen kannst, ohne dass du ein Bett die ganze Zeit umbauen musst, mhm, und hast dann hinten deine Rundsitzgruppe mit einem extrem großen Raumgefühl. Also dieser Grundriss, da bin ich bei dir, der hat 4 Schlafzimmer, das heißt Familiengrundriss, aber wir haben auch Grundrisse, wo ein Alkoven auch für 2 Personen mega geeignet ist. Es ist ein perfektes Auto für Leute, die schnarchen. Also das weiß ich nämlich, oder die getrennt schlafen, das soll es ja auch geben. Denn du bist maximal entkoppelt, hast 2 Türen dazwischen, hast dann noch einen Vorhang dazwischen. Also man hört sich gar nicht mehr. Und das ist eigentlich auch ein Riesenplus. Wir haben übrigens dann auch vorbereitet ganz viele Dachluken in einer genormten Größe, 40x40, denn das ist das Klimaanlagenmaß dieser Welt, weil ich bin nicht der große Klimaanlagen-Fan. Wir haben ganz viel Vorbereitungen haben wir schon gekauft. Wir haben hier vorne die Fernsehvorbereitung haben wir schon eingebaut, weil ich brauche keinen Fernseher, aber da gibt es andere, die brauchen das. Ist das Thema Satt ein bisschen rückläufig? Sattschüssel? Nee, aktuell nicht. Aktuell nicht, weil ich meine, wenn du einen Film in UHD-Qualität oder in 4K-Qualität anschauen willst, dann nimmt das unheimlich viel Gigabyte. Also das muss man sich bewusst sein. Ich habe eine Flatrate. Flat europaweit. Weltweit. Ja. Telekom, ja. 182 Euro gibt es nicht mehr. Gibt 3 Karten, alle flat. Kanada, Amerika, alles flat. 182 Euro. 182 Euro hat damals gekostet, hieß XXL. Gibt es die noch? Nee, gibt es nicht mehr. Haben sie abgeschafft. Genau, weil jetzt ist in der Regel bei 100 GB Schluss. Mhm. Und 100 GB, wenn du mal 4 Wochen unterwegs bist, im Auto arbeiten möchtest. Also ich habe eine Lösung. Schieß los. Starlink. Wir haben einen Mod, den haben wir getestet. Mhm. Wir haben einfach die Motoren ausgebaut und haben, also die bewegt sich nicht mehr, kannst du flach aufs Auto legen. Und auf 12 Volt umgerüstet, 124 Megabit durchgehend in ganz Europa und Upload 38 Megabit mit 90 Euro, mit deutscher IP in ganz Europa.
Nicht schlecht, aber da bin ich, du kennst mich jetzt mittlerweile lang genug, da bin ich immer so ein bisschen zurückhaltend. Ich bin der Meinung, das sollte sich 2-3 Jahre im Markt etablieren. Und dann, wenn aber alle so denken, dann kann er wieder seinen Laden zumachen. Gott sei Dank denken wir nicht alle gleich, sonst würden wir noch in Höhlen leben, ne? Nee, es ist ja auch eine Speziallösung. Also wenn jemand das braucht, also es gibt ja SIM-Karten mittlerweile wie Gott, also du kannst ja in Spanien, glaube ich, 100 Gigabyte kaufen für, aber ich gebe dir recht, wenn du sagst, okay, du streamst halt viel und es braucht viel Daten und hast du nicht gesehen. Und die Stellplätze sind mittlerweile zwar gut ausgebaut, aber immer noch nicht perfekt und die drosseln ja auch, die drosseln dich weg und dann liegst du da, willst einen Film angucken, ja. Deswegen, also ich glaube, die Satzschüssel wird sich die nächsten 2-3 Jahre auf alle Fälle noch nicht weg. Gott. Ja, Thema Gurtplätze. Wie viele Gurtplätze haben wir denn hier? Bei dem? Ich muss jetzt zählen. Ich glaube, wir haben 1, 2. Haben wir die Beckengurte? Nicht, ne? Doch, die haben wir doch hoffentlich bestellt. Wenn, dann sind die... Doch, da, ich spüre ihn. Ich hatte neun Sitzplätze bestellt. Ja, sind drin. Das heißt, 2 sind entgegen der Fahrtrichtung? Genau, 2 entgegen der Fahrtrichtung und 2 in Fahrtrichtung plus vorne die 2, in Summe 6. 6 Plätze plus eine Tonne. Also man muss trotzdem aufpassen, wenn ich alle Tanks voll habe und so. Aber hier geht schon einiges rein. Klar, du musst aufpassen, alle Tanks, Insassen plus natürlich in dieses Volumen, diese Riesenschränke passt auch einiges rein. Mhm. Also da muss man schon vor der Fahrt mit Die werden vorher alle zugeklebt mit Heißkleber. Mein Schatz. So, jetzt gucken wir mal kurz rein. Also Basics, das kenne ich noch vom 78 FX. Das genau, das hier ist nämlich beim 78 FX gewesen, der Gläserschrank über dem Fernseher. Hier kann man einen 27 Zoll reinmachen. Und wir haben aber noch eine andere Lösung, die werden wir dann mal kurz verraten, denn ich glaube, wir werden hier nochmal in 32 Zoll, in 40 Zoll hinmachen. Irgendwie werden wir das hinkriegen. So. Da hat einer, glaube ich, vergessen. Nee, war ein Scherz. So, wir gucken mal rein. Das ist das 30-30 Bedienfeld. Ein neues Bedienfeld ist drin. Genau. Du hast dein Warmwasser. Jetzt habe ich einen Frosch. Energie. So, Gas an, aus. Dann kannst du mit bis zu 3 kW kannst du elektrisch machen. Genau. Weißt du, was das ist? Das ist der Gasfernschalter. Genau. Ist da eingebaut? Ja. Du bist ein Schatz. Ich muss nicht mehr runter. Genau. So, das ist also auch ein Riesending. Wenn du mal kurz drauf drückst, das ist die Batteriekapazität. Wir haben jetzt 2x340 drin. Und jetzt haben wir... einmal. Ich glaube, das ist... 13,8 Volt. Aha. 680. Genau. Sieht doch gut aus, ne? Mega. Boah. Hat der Johannes einen guten Job gemacht. Hat er gemacht, ja. Und da vorne, ja, das ist das ICC-Control und das hat eine Besonderheit, denn hier kann ich einstellen, wie viel Strom ich vom Land nehme, gell? Genau, du kannst deine Begrenzung mit einschalten, ob es jetzt 6, 8, 10, 12 Ampere oder bis 16 hoch, das kannst du hier regulieren. So, okay, so und da sieht man, also die Löcher sind schon vorbereitet für die SAT. Dann haben wir hier eine Fernsehvorbereitung, die ist hier schon drin, 12 Volt, 230 Volt plus ein paar Koaxkabel. Eine Besonderheit, du hast es eben schon erwähnt, ihr habt den neuen Dometic Tower, der hat ja jetzt, glaube ich, Version 3 oder 4 ist das von dem Teil sehr leise geworden. Also jetzt kaufe ich ihn auch. Am Anfang war er noch ein bisschen zu hören. Mittlerweile ist, glaube ich, der Kompressor abgesetzt da. Du hörst ihn gar nicht mehr. Oder ganz leise. Du hörst ein weniger, genau. Also gar nicht mehr würde ich so nicht unterschreiben. Aber wenn der, ich sag mal, abgekühlt hat und nachts zu ist, dann, also mich stört er nicht beim Schlafen. Man kann ja diesen Schlafmodus machen. Okay. Und das kann man übrigens auch fürs Ladegerät machen, dann ist auch leiser. Na gut, ich mache das in der Regel, mache ich es aus. Also ich habe mich sogar überzeugen lassen, aber ich glaube, das hast du selbstständig einfach entschieden auf meine Rechnung und hast dieses Inverter-Grill-Kombi-Mikrowelle einfach eingebaut, weil du gesagt hast, das Ding, das ist so schön integriert, aber wirklich, also das komplementiert diesen Dometic Tower doch perfekt, oder? Genau, und ich meine, du musst was warm machen, du kannst hier Brötchen aufbacken, Pizza, also das Gerät ist top. Und das hat dich nichts gekostet, die Serie. Die Serie? Ja. Yep. Im Palace Alkoven? Ja. Sonst hättest du es mir auch nicht angemacht. Du Sack, ich habe mich schon gefreut. Ja, ich habe gedacht, das Ding ist toll, muss man schon sagen. Also das ist eine Inverter, die geht auch nicht immer an und aus, sondern die wird langsamer oder schneller. Dann haben wir einen großen Kleiderschrank und davon ganz viele. Das ist, glaube ich, auch von dem 94er, das ist so ein ganz pragmatisches Modell. Nicht zu lang, nicht zu kurz. Gibt den noch länger, oder? Den haben wir noch als 98er. Mit einem längeren Radstand. Der Überhang ist dann, sonst wäre der Überhang zu hoch. Du bist
nicht so der Riesenfan von den ganz langen, weil du immer sagst, so man muss immer die Zuladung im Auge behalten. Du bist ja als Hersteller verpflichtet, die Kunden da ordnungsgemäß aufzuklären. Du kannst ja nicht einfach alles verkaufen, 6 Sitzplätze plus. Nee, das funktioniert nicht und man muss sich das so vorstellen, bevor wir einen Auftrag eingeben und egal ob als Endkunde oder ein Händler bestätigen, machen wir immer eine Gewichtsprüfung, immer. Das Auto wird nochmal bei uns in der Gewichtsberechnung kalkuliert. Wir schauen uns die Vorderachse an, die Hinterachse, die zulässige Gesamtmasse. Und wenn das nicht geht, dann gehen wir in die Beratung mit dem Endkunden direkt. Und du hast es erkannt. Also ich glaube, dass so ein Iveco Daily mit 10 Metern einfach, das funktioniert nicht. Ich habe 7,49 Tonnen, der Aufbau ist zu lang, der Überhang wird zu lang und da hat der Kunde keinen Spaß und wir auch nicht, weil wir dann am Schluss das Problem sowieso im Feld haben. Also der Meter, ich glaube ein Meter sind fast 450 Kilo mehr und besonders geil sind die 8 Meter Modelle, also ihr habt ja ganz viele 8 Meter kleine Modelle, die strotzen ja mit Zuladung, obwohl die ein kleines Chassis haben. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, aber du hast auch, wenn du jetzt einen Loft nimmst, einen Palace 85L oder hier jetzt im Alkovenbereich den DL oder den RL nimmst, das sind unheimlich kompakte, kurze Grundrisse und hast eine Zuladung ohne Ende. Was ziemlich cool ist, ist die Spritzigkeit mit der Wandlerautomatik, weil viele denken, 210 PS. Selbst ohne Motortuning ist der Motor sehr spritzig, oder? Ja. Der hat Drehzahl, das haben die anderen nicht, die LKW-Motoren haben das alle nicht. Er fährt sich wie ein PKW, was die Schaltung angeht, ein richtiges Wandlergetriebe, also das ist schon eigentlich kompromisslos. Man kann ja nicht sagen, naja, dann nehme ich immer einen LKW. Wir gucken uns mal ganz kurz die Küche an, das ist die Serienküche und die hat nämlich eine Besonderheit. Sie hat serienmäßig einen Platz vorbereitet für eine Spülmaschine und hier kann man nämlich anstelle von dem Schrank, ich glaube die Maße passen ziemlich gut für die Paikl, oder? Genau, das ist dafür konzipiert. So, da kann man nämlich später die Fischer und Paikl dann nachrüsten. Hier vorne haben wir das, der Klassiker schlechthin. Habe ich jetzt schon gesehen, gaslos bei euch, gegen Aufpreis. Weiß nicht, ob es hier geht, aber bei anderen Fahrzeugen geht's. Also wir haben es im Palace aktuell tatsächlich noch nicht, werden aber mit der nächsten Preisliste da nochmal drüber nachdenken, ob es nicht Sinn macht, dann komplett aufs Gas zu verzichten. Wobei, du hast jetzt hier einen Gastank. Die Heizung läuft mit Gas und der Herd läuft mit Gas. Das ist schon okay. Mhm. Also der. Bitte mal so einen Schrank öffnen, lieber Robert. Die Baldachine kann ich mal zeigen. Es ist bei euch so, ich weiß gar nicht, wie ich das so beschreiben soll. Alles ist so, es ist nicht so, so immer so der letzte Schrei modisch, sondern es ist auf Langlebigkeit konzipiert. Guck dir das allererste Auto an. Das ist gar nicht so viel anders wie der hier. Nutzen und Komfort. Also ich bin, das hast du jetzt vielleicht auf den Punkt gebracht, wir testen die Fahrzeuge selber, wir nutzen die Fahrzeuge selber. Ich bin leidenschaftlicher Camper und was nützt mir ein tolles Design? Ich kann hier alle Schränke weglassen, dann habe ich noch mehr Raumgefühl, aber was nutzt mir das, wenn ich den Stauraum brauche? Und wir sind dann immer so gepolt, dass da einfach der Nutzen und der Komfort im Vordergrund stehen. Ich glaube, der Kunde hat auch einen gewissen Geschmack mittlerweile entwickelt, der ist schwer, die Leute dann zu überzeugen und ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es gibt so tolle Grundrisse auch von Wettbewerbern. Weißt du, das sieht aus wie ein Modekatalog, wo du dann reinkommst und die Leute gehen rein und sagen, es ist mir zu dunkel. Ich meine, wir haben hier dunkles Holz. Guck mal, wie hell der ist. Ja, aber ich meine, über Geschmack, das weißt du, da kann man sich streiten ohne Ende. Ich bin aber der Meinung, wie soll ich es formulieren? Mein Endkunde ist in der Regel nicht Anfang 20 und Architekt oder Designer, sondern mein Endkunde ist ein Golden Ager, das heißt 50, 55 plus, der einfach... Und älter, ja, also 55 plus. 55 plus, genau. Und älter, ja. Der Älteste ist, glaube ich, 91 geworden dieses Jahr oder 92. Und fährt noch. Ja, aber weniger. Also aber nicht mehr lang nach den Plänen der EU. Ja gut, man mag darüber streiten, aber ich glaube, ab einem gewissen Alter ist eine Kontrolle vielleicht auch mal sinnvoll. Das sagst du mit deinen jugendlichen 37 Jahren. Das hören alle. Da ist noch ein Schrank, oder? Ja, dann haben wir hier nochmal einen Schrank. Boah, das ist auch groß. Das heißt, zwei groß, die braucht man auch. Ich glaube, wenn du mit 4 Leuten verreist, Genau. Dann hast du ja in der Heckgarage die Möglichkeit, eine Kleiderstange noch reinzubringen. Mhm. Haben wir jetzt nicht gemacht, aber die gibt es auf Werk, auf Wunsch. Kannst du machen. Was ich immer toll finde, die habt ihr gar nicht groß verändert, das ist dieses Waschbecken. Das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, da gibt es aber ein Umrüstkit, das ist anstelle dieses Handtuchhalters, der
naja, der nicht so toll ist, aber irgendwie seit 20 Jahren, denn irgendwie ist der Designer, der den entwickelt hat, der hat wahrscheinlich irgendwas im Tresor liegen gegen dich, ja. Es gibt ein Umrüstkit, da kann man hier Fächer reinmachen. Genau, also da habe ich tatsächlich auch schon von Kunden gesehen, jetzt erst im Owners Club wieder, ein Kunde, der es komplett umgebaut hat. Da ist der Kreativität, sind da keine Grenzen gesetzt. Die Leute sagen immer, ich soll mal kritisch sein, ich soll nicht immer hier Lobeshymnen über Morello singen. Das ist doch in Ordnung. Wir hören ja immer direkt zu und verändern uns ja dann auch. Darf ich dir aber mal ein Lob machen? Ihr habt es geschafft, bitte mal öffnen den Schrank. Ihr habt es geschafft, Schränke zu machen, wo meine Munddusche Platz findet, weil du kannst nämlich diese Einlegeböden, die kannst du in der Höhe nämlich verändern. Und das ist so geil, die Munddusche ist ja sehr hoch, die ist so hoch wie ein DIN A4-Blatt. Und die kannst du komplett stehend da reinmachen. Das ist cool. Ja. Und das, da kannst du, wie du sagst, du kannst die Fächer einteilen, wie du willst. Dann gibt es ja noch so Boxen. Von einem großen schwedischen Hersteller. IKEA. Ja, kann ich auch ganz offiziell Werbung für machen. Die Dinger sind geil fürs Geld, die machst du rein, da klappert nichts. Genau, du hast kein Scheppern, kein Klappern, die sind in der Regel auch mit Filz. Also fahrt nicht zu Obelink, fahrt zu IKEA. Das es wird auch billiger bei IKEA als bei Obelink. Wenn du da mit einer EC-Karte reingehst, schlechte Idee. Du warst schon mal da? Du warst schon mal Obelink? Ich bin alles gut. Er gibt keine Antwort, das finde ich gut. So, hier ist die Dusche. Da hätte ich jetzt eine Regendusche bestellen können, aber, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat, glaube ich, nicht nur Vorteile. Ich glaube, dann ist die Stange weg hier oben, oder? Genau, die Stange wird stören. Also, wobei, die ist mittig platziert. Könnte gehen. Könnte gehen, ja. Je nach Duschvariante und Grundriss. So war mir aber jetzt nicht so. Was ich auch nicht mehr bestellt habe, ist die Popo-Dusche. Du weißt, ein etwas ganz würziger Geruch, ja, ist bei dem einen oder anderen ja auch beliebt, ja. Aber das kann man auch mit ordern. Das ist wirklich ein gern genommenes Bauteil. Warm, kalt, kannst du einregeln. Und die Tecma-Toilette bitte mal öffnen. Die hat einen etwas größeren Wasserverbrauch, aber dafür wird auch ordentlich gespült. Genau. Ich meine, allein wenn du jetzt einen Deckel nimmst, der sieht ordentlich aus. Der kommt aus dem Schiff. Genau. Der kommt wirklich aus dem Schiff. Ja, Schiffsbau. Tecma ist von, nicht von Dometic, sondern von Tedford, die Firma. Deswegen ist auch ein T vorne dran. Hast du gewusst? Bist du dir sicher? Mhm, ganz sicher. Haben die Tecma gekauft? Die kaufen doch alles. Sollen sie mal wetten? Ich wette grundsätzlich nicht. Kasten hier. Ich weiß selber nicht genau. Ich bin mir ziemlich sicher, Tecma gehört zu Tedford. Und der andere ist ja Dometic. Was viele ja gar nicht wissen, ist, dass zum Beispiel Dometic in der Schifffahrt ein Riesenausrüster ist. Also die denken immer so, der ist ganz bekannt in der Karawanenbranche. Ja, sind sie, absolut. Aber in der Schifffahrt überall Dometic. Dometic ist ein Global Player. Das ist, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist eines der größten Unternehmen in unserer Branche, so wie wahrscheinlich auch im Bootsbereich. Also große Dusche. Tankvolumen beim Palace Alcohol? 350. 350 Liter. Mhm. Abwasser auch? 250 und 250. Also 500 Liter Fäkal und Ablasser zusammen. Und dann, ja, das ist natürlich erhaben. Man muss wirklich sagen, ich habe mir diesmal die Komfortmatratze nicht geholt, weil gerade an den Wiederverkauf mal ein bisschen denken, ich habe die ja nicht so lange, nicht jeder ist 1,90 Meter groß und der Einstieg ist noch mal ein Stück bequemer gegenüber der Komfortmatratze. Du hast ein bisschen mehr Platz und wenn du mal gerade einsteigst, du bist ja auch schon, also das ist wirklich ein Einstieg. Einsteigen ist ja nicht das Problem, ich glaube, das ist, wenn man nachts oder früh aufsteht und man auf Toilette muss oder wach ist, dann kann man hier einfach, wenn man hochkommt, sich vorrubben und hat eigentlich die Füße gleich am Boden, ne? Ohne dass du dann... Es gibt ja noch das Queensbed und ich glaube, es gibt den hier auch mit Queensbed. Und das hier ist näher dran am Queensbed, finde ich, also vom Einstieg her. Es ist halt ein Queensbed, einmal gedreht. Und das gefällt den Leuten sehr gut und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, aus dem spart man ja nochmal 14 Euro. Aber viele, ganz viele kaufen trotzdem Liegewiese. Genau, ich bin auch, wenn ich ehrlich bin, bin ich auch ein Fan der Liegewiese, weil ich bin etwas größer, 1,80 Meter und dann, ich mag es nicht, wenn meine Füße unten raushängen. Du, weißt du, was ich mache?
Ich schlaf quer. Du für 1400 Euro lege ich mich quer hin. Ja, gut, aber wenn die Tochter dazwischen liegt. Die ist ja vorne. Nein, meine ich. Ach so, die, ja. Da tue ich mir da immer, weil ich fahre ja in der Regel selten alleine. Nee, ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich schlafe im Kopf tatsächlich hier. Also das ist liegt daran, dass wir irgendwann mal mit der Tochter ja unterwegs waren und wir haben ja den anderen Alkoven, der hat keine zwei Betten. Und meine Tochter ist ja schon 34 und dann ist das nicht mehr so, dass sie kuscheln kommt oder so, das willst du gar nicht, sondern du machst zwei Keilkissen dazwischen. Und irgendwann haben wir da vorne die Keilkissen reingemacht, da ist sie morgens aufgewacht, hat übers Keilkissen geguckt und hat gesagt, hallo, lebst du noch? Ja, Papa. Ist ja schon komisch, wenn du mit deiner 34-jährigen Tochter, die dann irgendwie kommt und dann haben wir uns hier hingelegt und da hatten wir dann so viel Abstand, weißt du, dass sich dann keiner in die Quere gekommen ist. Also das war schon ziemlich cool. Also, ist das nicht ein Riesenbett hier, oder? Mega. Das ist, was haben wir für ein Bett mal? Über 2 Meter, ne? Das ist ja sowieso. Dann habe ich auch hier einen Thermostat, habe ich mit drin. Ich habe eine Fernsehvorbereitung hier mit eingebaut, weil auch hier könnte man einen etwas größeren, einen 32 Zoll passt hin, hat man schon mal ausprobiert. Und auch hier bitte Nachrüstung macht bitte beim Fachhandelspartner von Morelo, denn die kennen die Fahrzeuge ganz genau. Ihr habt leider viele verfriemelte Fahrzeuge schon gesehen. Das muss man wirklich sagen. Also wo die Leute mittlerweile wenig, was wir nicht gesehen haben. Ja. Deswegen auch da wieder der Appell, einfach an Servicepartner, an unseren Handelspartner rantreten. Das ist jetzt nicht ihr Geldmacherei. Die kennen die Kabelkanäle, die wissen genau, wo was liegt, wo man nicht bohren soll. Die rufen auch an und fragen, wenn sie sich uneinig sind und erzählen in der Regel auch kein Müll. Damit ihr, Morelo, auch in Zukunft ein Original bleibt. Nein, bei Porsche gibt's ja, ist ja ganz klar, du verlierst die Garantie. Ist ganz einfach, der 111-Punkte-Plan, wenn du da irgendwas änderst, du machst da einfach andere Felgen drauf, das war's. Ja. So, er soll original bleiben. So, ist sonst noch was zu sagen? Ich glaube, die Fußbodenheizung, haben wir die bestellt eigentlich? Die ist serienmäßig. Nochmal. Nee, kein Witz. Natürlich kein Witz. Die Fußbodenheizung Serie. Die Fußbodenheizung ist beim Palace Serie. Oder ab dem Palace. Das war aber auch nicht immer so, oder? Beim Palace? Schon immer. Beim Loft war sie aufpreispflichtig. Genau. Beim Loft ist sie aufpreispflichtig und beim Home und beim Palace ist sie Serie. Nee, du willst nicht echt. Ist das auch Serie? Konnte ich dich ja gar nicht mehr. Okay. Also bedeutet, Serie ist Fußbodenheizung. Der Boden ist, glaube ich, Serienboden. Da gibt es eh keinen aufpreispflichtigen Boden, oder? Nee. Du kannst zwischen Dark Grey, Cappuccino und Chocolate wählen. Wobei den Chocolate haben wir rausgenommen, sind nur noch 2, Cappuccino und Dark Grey. Und. Also ganz ehrlich, warum geht das überhaupt für das Geld? Jetzt werden viele sagen, mein Gott, ist immer noch viel Geld und teuer und keine Ahnung, aber du musst ja sehen, du kriegst ja ein fast 10 Meter Auto für 6 Personen auf Basis Heckantrieb, made in Germany. Da kannst du eben nicht 400 Holzfarben machen und 300 Bodenfarben und ich sag mal 19 verschiedene Grundrisse. Das geht nicht, oder? Nein, das funktioniert nicht. Das funktioniert nur, wenn du modulbauweise denkst, in Gleichteilen denkst und das Ganze so unkompliziert wie möglich ist. Darf ich dir mal ein großes Kompliment machen? Oh je. Also keine Angst, ich will dich nicht heiraten, aber die Fahrzeuge klappern weniger. Also ich habe ja das allererste, da ist es so, ihr habt einen super After-Sales, muss man schon sagen, du kannst wirklich hingehen und sagen, ah, die Dusche, da höre ich so ein kleines Knarzen, dann machen die das weg. Also ist schon mal wichtig, also die machen das weg, ja. Aber beim letzten Loftliner, da hatte ich schon fast nichts mehr zu bemängeln. Also du bist damit gefahren und der war per se schon leise. Bei dem hier wirst du es ja kaum hören, weil du ja vorne, ich meine, abgetrennt bist. Aber ihr habt unglaublich nochmal in das Thema Ruhe investiert, habe ich das Gefühl. Also es ist, kommt mir so vor. Nicht, dass die anderen schlecht waren, ja, aber... Nee, aber ich meine, das hast du richtig erkannt. Wir entwickeln uns ja. Wir haben ja auch mittlerweile eine riesen Abteilung dafür. Wir haben eine Qualitätssicherung und das Unternehmen entwickelt sich ja weiter. Und wir nehmen ja die Lernkurve mit und setzen sie in der Regel dann um. Also es geht mir um Möbel, die leicht, das kannst du alles wegmachen mit Filz oder mit Gummis oder so, aber das ist alles nicht mehr so, wie es mal war, wo du dann hingegangen bist und hast dann nochmal abgeklebt und so, das ist alles nicht, das erwarten die Leute aber, glaube ich, bei der Preisklasse, oder? Die Erwartungshaltung ist sehr hoch, das hast du richtig erkannt. Ich muss nur immer dazu sagen, ich meine, du kennst unsere Straße oder unsere Fertigungslinie sehr gut. Das sind keine Roboter, da arbeiten Menschen. Ja, und doch, da sind teilweise jetzt schon Roboter. In der Schreinerei, ja. Ja. Aber wir haben jetzt, wenn du herguckst, wir haben hier Holz, wir haben Metall, Aluminium, GFK, also Kunststoffe. Und die arbeiten alle unterschiedlich. Also je nachdem, ob das draußen warm oder kalt ist oder die Klimaanlage läuft, draußen kommt die Hitze. Das heißt, die Seitenwand
macht eine Wölbung. Mhm. Das ist ganz normal, weil einfach auf diese Fläche sich die Materialien unterschiedlich verändern. Und es kommt vor, ich meine, du siehst hier ab Werk ist alles perfekt eingestellt, die Spaltmaße stimmen. Wenn du jetzt aber 2000 Kilometer nach Spanien runterfährst, dich in die Sonne stellst, ich weiß gar nicht, wie warm es da aktuell ist, 30 Grad, 28 Grad, dann veränderst du im Prinzip das Verhältnis im Aluminium, im Holz und dann kann es sein, dass es sich verändert. Aber das ist nichts, wie du es richtig erkannt hast, nichts, was man nicht abstellen kann. Aber es ist viel besser geworden. Also ich habe das Gefühl, also weil viele Leute erwarten ja, du kaufst ja so ein Auto, da rappelt nichts. Also ich meine, das geht nicht, weil das Fahrzeug verwindet sich. Das habe ich auch selber gemerkt, weil du stehst mit einem... Also du musst ja, wenn du einen Rahmen vorstellst, dann macht der Rahmen immer den hier. Mhm. Also es ist ja egal, wo du hinfährst. Du kannst, wenn du eine Steigung hochfährst, dann der Rahmen ist eigentlich immer am Arbeiten. Der gesamte Aufbau, der arbeitet ja. Mhm. Und das können die aber ab, oder? Das ist, dafür sind sie gebaut. So ist er konstruiert. Aber nicht für die Wüste, nicht für einen Offroad-Bereich. Bitte haltet euch an normale Straßen. Wir haben was Tolles bestellt. Gibt es den Wohnraumteppich noch eigentlich? Kann man den noch bestellen? Den kann man noch bestellen, der liegt in der Heckgarage. Nee, ich habe ihn ja bestellt. Aber ich habe irgendwas gehört, der ist teurer geworden. Also der ist das bei euch nicht so, oder? Ja, es ist ja, ich sag mal, es ist alles teurer geworden. Auch der Teppich ist teurer geworden. Der Teppich wird, wenn du später ausrollst, das kennst du jetzt aus dem Auto, der Teppich wird hier handvermessen, dann kommt erst ein Vlies rein als Schablone, dieses Vlies wird dann weggenommen und dann wird der Teppich millimetergenau auf das Fahrzeug angepasst. Weil jedes Fahrzeug ein bisschen anders ist. Genau. Und dann ist nicht nur, ich sage jetzt mal, das Material teurer geworden, wie alles teurer geworden ist, sondern natürlich auch der Lohn. Genau, das ist vielleicht ganz wichtig zu wissen. Also wenn ihr so ein Auto kauft, das Auto hier ist 2,40 Meter breit, ist fast 10 Meter lang, du hast eigentlich eine fahrende Wohnung. Viele geben ihre Wohnung auf, leben hier in dem Auto drin, das machen die. Jetzt sind viele Hersteller, die bauen ja diese Autos nicht für 365 Tage Nutzung. Also aus dem, ich sag mal, Campingbereich, die Massenware, zum Beispiel Wohnwagen sind dafür explizit gar nicht geeignet. Aber jetzt tun es die Leute ja trotzdem. Ist da denn einiges nicht dafür gebaut, um 365 Tage benutzt zu werden bei euch? Ja gut, man muss grundsätzlich aufpassen, wenn man das ganze Jahr drin wohnen will, dass es wintertauglich ist. Es bringt mir nichts, wenn ich im Wohnwagen, also ohne, dass ich jetzt im Wohnwagen schlecht reden möchte. Ja, aber speziell bei euch, jetzt bei Morelo, sind die 365 Tage? Natürlich. Wir haben den Zwischenboden, du weißt ja, wie wir konstruieren. Wir haben die Heizungsverläufe unten drin, die Frischwassertanks können gar nicht gefrieren. Wir nutzen die Fahrzeuge, beziehungsweise wir haben in Schweden und in Norwegen Riesenabsatzmärkte. Aber viel, noch eine andere Frage. Was ich gemerkt habe, ist, wenn der Boden Holz ist, viele verwenden im Boden noch Holz. Ihr glaube ich nicht mehr. Das ist auch Sandwich, oder? Im Boden? Nee, der Aufbau ist im Prinzip GFK. Dann kommt das Dämmmaterial, wo die Fußbodenheizung verarbeitet wird, also in Styroform. Dann kommt das Holz und auf das Holz kleben wir das Linoleum. Okay, aber drunter ist nochmal als Trägerschicht GFK, sagst du, der, oder? Der Boden 1, also der Boden, der quasi jetzt am Chassis klebt, da ist kein Holz drin. Mhm. Weil wenn da Wasser ausläuft, wenn so ein Wassertank mal einen Schaden hat, was auch passieren kann, da ist kein Holz drin. Aber also ich habe mal einen Wohnwagen gehabt, will keine Marke nennen, aber aus einem ähnlichen Konzern wie eurer. Der war 8 Jahre im Betrieb und da hat sich ein Teil vom Holz durchgelaufen. Ich habe noch nie ein Morelo erlebt, wo sich was durchläuft. Also wo du dann Stellen hast und wenn, dann wäre das ein Fehler, nehme ich an, oder? Das. Boah. Eine schwere Frage. Also hast du mal einen erlebt, der so richtig durchgelaufen war? Der nachgegeben hat irgendwie? Nee. Habe ich noch nicht. Und ich war in Hunderten drin. Wir hatten, man muss aber dazu sagen, wie das Unternehmen gegründet wurde, hatten wir tatsächlich, da haben wir Böden zugekauft. Die ersten 20 Autos sind mit Zukaufteilen gebaut worden. Da hat man tatsächlich den Fall. Aber seitdem wir die Böden hier selber pressen, habe ich das nicht mehr erlebt. Genau. Ihr macht vieles selber, habt die komplette Kontrolle darüber. Guckt euch die Videos an. Wieder mal ein Morelo mehr. Wir könnten noch mehrere Stunden berichten, aber wir wollen noch was essen gehen. Vielleicht zeigen wir noch ganz kurz die Tür, denn das ist ein Meisterwerk. Wir haben ja eben kurz darüber berichtet, dass man die Türen schließen kann. Und man zieht einfach dran, da ist ein großer Spiegel mit drin. Jetzt kann man den Robert sehen. Echt, ist die Fußbodenheizung mit drin? Da komme ich ja nicht drüber. Ich dachte, jetzt hätte ich irgendwas Sparsames bestellt, aber Pelles ist in der Ausstattungslinie, es sind ein paar Sachen Extras, die bei dem anderen Geld kosten, oder? Genau, also beim Pelles haben wir Sachen in der Serie, die beim Loft Aufpreis kosten oder beim Home. Schön. So, dann, werden wir jetzt mal langsam. Jetzt kommt Übergabe, das ist der Schlüsselsatz, jetzt muss ich gleich unterschreiben, muss mein Leben abgeben. Nein, dein Leben musst du nicht abgeben.
Du hast doch schon viel Geld da gelassen. So, stimmt. Was ist hier dabei? Das ist der Schlüssel 1. Zweite Satz. Der erste liegt drüben auf dem Fahrersitz. Das ist hier deine Fahrzeugmappe. Mhm. Das heißt, der Endkunde hat dann alle notwendigen Bedienungsanleitungen. Da gibt es quasi so erste Schritte, was zu tun ist. Das ist oftmals, was viele vergessen, ist die Anmeldung zur Garantie. Weil wir, kannst du das machen für mich? Ausnahmsweise. Machen lassen. Wenn du mir den Fahrzeugschein in Kopie da lässt, ja. Schick dir den gut per Mail. Dann kann man das anmelden. Ganz wichtig, weil man muss die Garantie anmelden. Man muss einmal im Jahr kommen, oder? Genau. Also nicht nur, dass man einmal im Jahr kommen muss. Das Problem ist einfach, wenn ich jetzt losfahre und mal mich 2-3 Monate bewege und habe eine Panne mit dem Iveco oder mit dem Mercedes, egal welche Chassis. Und also, es gab, ihr meldet die an den Hersteller? Genau. Und es gibt keine Anmeldung, dann existieren die Autos nicht im System, weil dann gehen die davon aus, dass die noch irgendwo stehen. Deswegen immer die Anmeldung, also wir kriegen den Schein, melden das Fahrzeug an und dann läuft es. Und wenn man dann den Iveco-Notdienst anruft und sagt, hey, ich habe da eine Panne, dann wissen die auch, wie damit umzugehen ist. Okay, verstehe. Sehr schön. Also da habt ihr so eine Art... Ja, das ist so eine Guidance, wo man einfach darauf hinweisen. So die ersten Schritte quasi, genau, die man da sieht. So, dann ist hier eine Mappe. Was ist da drin? Genau. Das ist deine Iveco-Mappe. Hier ist der Code, der Schlüsselcode, die Bedienungsanleitung, die Papiere. Mhm. Das kommt dann später mit rein und hier haben wir, ich sage jetzt mal, Service-Hotline, die ist aber im Armaturenbrett auch nochmal verankert, dein Dichtigkeitsgarantieheft. Das ist das, wie du, was du gesagt hast. Mhm. Mit der. Willkommen daheim. So, das müssen wir noch abstempeln. Dann haben wir hier die Gasunterlagen und hier sind die Bedienungsanleitungen. Jetzt haben wir hier zum Beispiel Panasonic, oder? Ne, das ist der Büttner. Also alles das, was die Hersteller original mitschicken zu den Einbaugeräten, ist da drin. Wird bei uns gesammelt und kommt in den Ordner rein. Gibt es eigentlich noch diesen Stick, den man mit dazu kriegt? Oder ist der? Der ist da drin. Da ist eine Betriebsanleitung drin, gell? Mit den. Das ist die Bedienungsanleitung zu dem Fahrzeug. Sag mal hier, der Code für die Tür, der Mastercode, der kriegt man den mit? Oder wo ist der? Da ist er. Wenn du da ist er. Magst, nee, ich will ihn nicht filmen. Wenn du ihn filmen magst, ist mit drin. Ich will ihn nicht filmen. So, damit gesagt. Es gibt auch ein paar Tricks, die man erzählt bekommt, die wir nicht filmen werden, denn es gibt natürlich für viele Dinge eine Notentriegelung, wenn viel Technik dran ist. Man hat ja gesehen, draußen ist eine Tür. Die Notentriegelung kann man sogar deaktivieren. Das tun sogar Leute und kommen nie wieder ins Auto ran. Aber hier habe ich hier noch einen zweiten Rettungsweg, nämlich nach vorne. Das ist der Vorteil. Oder? Genau, du kommst hier nach vorne ja immer raus. Ne? So, jetzt. Not übers Fenster. Aber jetzt unterschreiben wir und gehen was essen. Gut, machen wir das. Das machen wir gleich nach dem Film, weil ich kann ja nicht filmen und unterschreiben. Oder willst du das? Nee, machen wir gleich. Machen wir gleich. Danach, super. Im Nachgang meine ich. Super, also Auto ist da. Fliegengitter noch ganz kurz zeigen, weil dann sagen die Leute, da war keins drin. Ja, ich bin mal echt gespannt. Also was ich gemerkt habe, ist, immer mehr Leute kaufen sich jetzt einen Alkoven. Das ist echt krass. Also auch von Influencern, die ich nicht gedacht hätte, dass sie sich einen kaufen, weil irgendwie ist so das Thema Prestige, es muss unbedingt der teilintegrierte Reisebus sein, ist vielen Leuten gar nicht mehr so wichtig. Also es war am Anfang ganz wichtig, fand ich, auch für mich. Ich habe gesagt, das muss hier so ein Palace sein, also hier mit Vollintegration. Mittlerweile muss ich sagen, er muss viel Zuladung haben, er muss mir gefallen und nicht den anderen. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Das ist das Wichtigste. Also der gefällt mir. Also das ist ein tolles Auto. komm ich in der Shop. Ja, mache ich da einfach so. Ist ja gut. So. Herzog. Ja, dann Kilometerstand 133. Warum hat der 133? Die Fahrzeuge werden in der Regel noch zu Iveco bewegt. Also wir fahren ja die Autos mit Motorleistung durchs Band, dann auf dem Chassisplatz, hier am Hof. Und wenn jetzt in der Endabnahme was ist, dann geht es nach Bamberg. Und von Bamberg hin und zurück sind in der Regel, ich sag mal, 80 bis 90 Kilometer. Dann haben wir noch eine Kalibrierungsfahrt, also das ist normal. Ihr kriegt, glaube ich, für die Großen, kriegt ihr jetzt eigene Leute von den direkt ins Werk, oder? Genau. Bei den? Okay. Ja. So, jetzt machst du noch ein paar Kreuze, von denen ich nichts weiß. Nee, das ist eigentlich alles. Die Einbauküche, die ich noch mitbestellt habe. Das ist eigentlich alles. Nee, passt. Super. Da soll ich nochmal? Du musst hier nochmal, genau, dann sind wir durch. Keine Ahnung, wo ich jetzt unterschreibe, aber mein Gott. Sektgläser mit Morillo-Logo, meinetwegen. Fernbedienung, habe ich die alle. Dachklimaanlage, nee. Du ist kennst ja keine... den Chef ganz gut. Ja, ja. Was ist, rufst du eh immer bei mir an. Ja, du gehst auch oft nicht ran. Nee, stimmt nicht. Aber ruf meistens zurück. Das stimmt. So, komm, wir gehen raus.
Einzige, was mir aufgefallen ist, die Bodenfreiheit ist ein Ticken geringer, oder bilde ich mir das ein? Das stimmt nicht, oder? Ich würde sagen, der sitzt hinten. Die Luftfeder, genau. Die sitzt unten. Schön, da sind wir. Also wir geben Gas. Vielen Dank fürs Einschalten. Robert Crispin, 37 Jahre alt, Vater von zwei Kindern und begeisterter Morelos-Selbst-User. Was fährst du im Moment? Alles, was wir im Fuhrpark haben. Also wir testen Ihr testet alles aus. Wir testen ja alle Fahrzeuge, aber ich bin, wie du es gesagt hast, begeisterter Morelo-User und begeisterter Camper. So, und das ist die Nummer 1 hier vorne steht. Da haben wir übrigens ein eigenes Video zu gemacht. Hat sich auch nicht so viel geändert. Und wenn ich eben noch gesagt habe, der sieht so ähnlich aus, der sieht wirklich so ähnlich aus. Danke fürs Einschalten. Heute ist der 27. September 2023, der erste Prototyp. Und jetzt der Alkoven übrigens auch in der Ausstellung. Überall da, liebe Fans, vielleicht erkennt ihr ja euer Auto, was ihr demnächst dann entgegennehmt. Tschüss, Robert. Tschüss, Sven.